So, ihr Lieben, ich habe mir Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures oder wie es auf Deutsch heißt, Jurassic World Neue Abenteuer, Verborgenes Abenteuer. Zweimal Abenteuer in einem Titel ist literarisch jetzt nicht unbedingt clever. Aber hey, ich habe mir den Film auf jeden Fall angeschaut und will mit euch mal ein bisschen darüber sprechen, was ich davon halte und ob ich euch diesen Film empfehlen kann. Ihr merkt schon, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, immer noch ein bisschen rau, aber ich glaube, das sollte schon gehen. Ich will auf jeden Fall mit euch darüber sprechen und bin auch wie immer auf eure Meinung gespannt. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall am Ende des Videos eure Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne, lasst euch überraschen, wie mir der Film gefallen hat. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen muss. Ich meine, Jurassic World Camp Cretaceous ist so eine Sache, die ich ja eigentlich relativ spät nachgeholt habe, auch auf Empfehlung von euch da draußen. Mit den Jurassic World Filmen bin ich ja immer so ein bisschen am Struggeln. Am Anfang mochte ich Jurassic World 1 total gerne. Inzwischen bin ich mehr so in Richtung Jurassic World 2 ist für mich eigentlich so der erfrischendste Teil. Dominion bin ich ja komplett ausgestiegen aus dem Film. Das war überhaupt nicht meine Welt gewesen. Und viele von euch haben mir aber schon vor dem Kinostart von Jurassic World Dominion geschrieben, ey Tobi, schau dir doch mal die Serie Jurassic World Neue Abenteuer an. Und ich habe dann da mal reingeschaut und dachte mir, ja, ist halt eine Kinderserie, was nichts zu heißen hat, auf gar keinen Fall. Star Wars hat es vorgemacht, hat super gut funktioniert. Aber irgendwie bin ich dann mit den ersten drei Episoden nicht wirklich warm geworden. Ihr habt mir immer wieder geschrieben, ey, schau's doch mal weiter. Wir versprechen dir, spätestens ab Staffel 3 wirst du es einfach geil finden. Also habe ich mich hingesetzt, habe mir die Serie wirklich angeschaut und ich fand schon wirklich Staffel 1 sehr angenehm tatsächlich. Staffel 2 ist dann bei mir wieder so ein bisschen abgeflaut und von Staffel 3 war ich komplett begeistert. Da habt ihr zu 100% recht gehabt, Staffel 3 war wirklich super gewesen. Der Scorpius Rex hat einfach das gemacht, was er auch machen sollte. Er hat so ein bisschen Grusel in diese Welt eingeführt und das hat mir einfach super gut gefallen. Und Staffel 4 und 5 waren dann so, nee. Ich meine, ich habe ja auch den gesamten Staffeln mal eine Kritik gewidmet. Das heißt, jeder Staffel habe ich eine Kritik gewidmet. Die habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken und das Ganze nachholen, wenn dich meine Meinung zu diesen Staffeln interessiert. Die Serie war aber ursprünglich abgeschlossen nach Staffel 5. Also hier haben wir ein Ende der Reise der Kids bekommen und haben sogar gesehen, wie sie nach und nach herangewachsen sind zu Jugendlichen. Wir haben zwar gesehen, dass Brooklyn irgendwie mit Aktivismus unterwegs ist und wir haben Anspielungen darauf bekommen, das Ganze könnte mal noch weitergehen, aber offiziell wurde erstmal gesagt, nö, hiermit ist Schluss, das ist das Finale der Serie Jurassic World Camp Cretaceous. Umso überraschender war es, dass wir dann auf einmal die Ankündigung bekommen haben, wir bekommen einen neuen Film. Eben auch einen Film mit dem Titel Jurassic World Camp Cretaceous oder eben zu Deutsch Neues Abenteuer. Und ich habe mir gedacht, das wird jetzt wahrscheinlich ein Film werden, der uns irgendwie zeigt, was zwischen dem Ende von Camp Cretaceous Staffel 5 und Jurassic World Dominion passiert ist. Oder es wird sich auch nochmal mit Dominion überschneiden. Das war so mein erster Gedanke dabei gewesen. Letztendlich kam dann raus, nee, der Film ist nicht mal offiziell Kanon der Reihe. Dazu komme ich aber gleich noch. Das Besondere an diesem Film ist, dass er interaktiv sein soll. Und ich kenne interaktive Filme, zum Beispiel sowas wie Black Mirror Bandersnatch und ich mag sowas wirklich gerne. Also dachte ich mir, okay, warten wir einfach mal ab, was da jetzt so rauskommt. Wir werden ja sehr wahrscheinlich auch Trailer bekommen, die wir dann auch bekommen haben. Zumindest haben wir einen Trailer bekommen. Ich habe zumindest nur einen Trailer gesehen und dachte mir, okay, sieht ganz nett aus. Mal gucken, was sie damit wirklich anfangen. Bevor wir jetzt aber hier anfangen, über den Film zu reden, will ich euch eine Spoilerwarnung geben. Ich werde hier nicht explizit auf das Ende oder auf die verschiedenen Enden des Films eingehen. Ich werde hier auch nicht auf die Grundgeschichte an sich eingehen. Es gibt noch so ein paar Plot-Details, die ich einfach nicht rausposaunen will. Ansonsten will ich aber dann doch hier und da ein bisschen spoilern, weil ich habe mir gedacht, so Spoiler können das auch gar nicht zwingend versauen, das Erlebnis, weil ihr immer noch andere Entscheidungen treffen könnt als ich. Deswegen ja, Spoilerwarnung zu allen Staffeln von Jurassic World Camp Cretaceous und auch Jurassic World Dominion und alle anderen Jurassic-Projekte, die wir eben davor bekommen haben. Ich habe es eben gerade schon erwähnt, Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures spielt nicht im offiziellen Kanon der Jurassic World Camp Cretaceous Reihe und somit ist er auch nicht offiziell Kanon des Jurassic Franchises. Also es gehört schon irgendwie mit dazu, ist aber nicht offiziell in dieser Reihe, wie man das so durchgucken könnte. Also wenn ihr jetzt einen Filmmarathon macht, würde dieser Film
nicht unbedingt da reinpassen, dass man sagen kann, man muss den jetzt auch noch sehen, um das dann irgendwie zu verstehen, was alles dann danach passiert. Ich verstehe, warum man diesen Grundgedanken hatte, denn Camp Cretaceous Hidden Adventures hat definitiv zwei Enden. Ich habe zumindest selber zwei Enden gesehen. Eventuell gibt es auch noch mehr, das weiß ich nicht. Also mir würde jetzt zumindest nicht einfallen, wie man noch weitere Enden frei spielen oder frei gucken kann. Trotz allem muss ich sagen, das gesamte Abenteuer spielt scheinbar oder kann man perfekt eingliedern zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Ich wiederhole es nochmal, wir kommen jetzt hier in den kleinen Spoiler-Part. Die Geschichte beginnt nämlich mit Darius, der in einem Dinosauriernest aufwacht und dann dort eine Kamera findet. Warum er im Dinosauriernest aufwacht, ist ganz einfach. Er sucht nach Nahrung, nach Lebensmitteln und findet dann eben zufällig so eine Kamera von jemandem, der eine Botschaft an jemanden hinterlässt. Da werde ich nicht verraten, um wen es hierbei geht, aber es ist eine Figur, die wir auch schon kennen, wo ich mir auch gedacht habe, ihr müsst jetzt nicht zwingend wieder Namen droppen, nur damit die Leute sagen können, den Namen habe ich schon mal gehört. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Generell ist die Grundgeschichte so ein bisschen meh. Also es ist im Endeffekt aufgebaut wie so eine Schatzsuche, mehr wie so eine Schnitzeljagd zu verschiedenen Punkten, um verschiedene Hinweise zu finden, um etwas Bestimmtes zu finden am Ende. Das Abenteuer kann nun also so enden, dass ihr das Gesuchte entweder findet oder eben nicht findet. Ich meine, das wären die beiden einzigen Optionen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein Kinderfilm. Das heißt, Kinder müssen mit dieser Serie klarkommen. Und da kommen wir jetzt mal zum entscheidenden Punkt von Jurassic World, Camp Cretaceous Hidden Adventures. Die Entscheidungsmöglichkeiten, also das Interaktive an der ganzen Nummer. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz den Netflix-Film Black Mirror Bandersnatch angeschnitten, der auch interaktiv gewesen ist. Und hier haben wir das Ganze so abgespielt gehabt, dass ihr sogar in der Lage gewesen seid, den Film innerhalb einer halben Stunde zu beenden. Das heißt, wenn ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, wie zum Beispiel es gab die Entscheidung, dass man einen Kaffee über seinen eigenen Computer schüttet, aber der Computer war einfach essentiell für die Geschichte, hat man sich dann eben dazu entschieden, war die Geschichte einfach vorbei und der Film war zu Ende erzählt. Das haben sie in Camp Cretaceous Hidden Adventures meiner Meinung nach besser gemacht. Trefft ihr hier eine falsche Entscheidung, dann könnt ihr sogar sterben. Also ja, ihr seid quasi in Form von Darius unterwegs. Die Figuren durchbrechen nicht die vierte Wand, wie vorher angenommen, nein. Kurz bevor eine Entscheidung kommt, switcht ihr quasi in den Körper von Darius rein, dann muss er die Entscheidung treffen. Falsche Entscheidungen können aber dazu führen, dass sowohl Darius stirbt, ja, wirklich stirbt, als aber auch seine Freunde eventuell sterben. Sollte euch so eine Entscheidung einmal passieren, müsst ihr den Film allerdings nicht mehr ganz von vorne schauen. Stirbt eine Figur, also eine der Hauptfiguren, kommt Mr. DNA ins Bild und sagt, das war eben die falsche Entscheidung, macht einen kurzen Witz und dann läuft der Film nochmal ab. Ab der Stelle, wo ihr euch falsch entschieden habt, nur eben mit der richtigen Entscheidung. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich so ein recht flüssiges Gucken hatte. Was mich hieran ein bisschen gestört hat, ist, dass die Entscheidungen gar nicht so relevant waren für die gesamte Geschichte. Also nochmal ganz kurz Spoiler, es gibt ganz am Anfang eine Stelle, wo es darum geht, hüpfen wir auf einen Baum oder schlängeln wir uns eine Liane herunter. Das Endresultat, welche Entscheidung ihr wählt, kommt auf die exakt selbe Situation hinaus. Und das war das, was ich auch so ein bisschen befürchtet habe, dass man quasi Entscheidungen treffen kann, aber dann nur diese Entscheidungsszenen, die sich großartig verändern. Im Endeffekt kommt dann aber doch alles zu einem bestimmten Punkt. Es gibt zwei Momente, die Geschichte wirklich grundlegend verändern. Auf die komme ich dann noch zu sprechen. Alles andere sind entweder Momente, die exakt genauso ablaufen, also springt ihr jetzt auf den Baum, fällt Darius runter und der Rest der Gruppe findet ihn, schwingt ihr euch an die Liane, fällt Darius herunter und die Gruppe findet ihn ähnlich, also eigentlich genauso wie wenn ihr auf den Baum drauf springt. So Szenen gibt es dann doch sehr häufig. Ebenfalls hätte ich mir gewünscht, dass der Tod einer Figur dazu führt, dass man die Geschichte weiterführen kann, nur eben, dass die Figur gestorben ist. Hier ist allerdings das der Fall, was ich auch schon an Jurassic Park The Game bemängelt habe. Diese Entscheidungsfindung ist nicht wirklich eine richtige Entscheidungsfindung, die Konsequenzen hat, weil die einzige Konsequenz, die wir hier haben, ist, wenn eine Figur stirbt, ist die Geschichte vorbei und wir müssen quasi an der Stelle wieder anfangen, wo wir uns falsch entschieden haben und machen dann die richtige Entscheidung durch. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze sehr kompliziert ist, so zu programmieren oder eben auch so zu filmen, dass man dann da ganz viele Entscheidungen treffen kann und gerade eben auch, wenn eine Figur stirbt, dass man eine weitere Geschichte erzählt ohne diese Figur. Aber ich hätte mir doch irgendwie gewünscht, dass man das ein bisschen mehr mit einbaut, denn so sind die Entscheidungen, die man trifft, doch großteils sehr irrelevant gewesen. Ein Video, wo ich über die verschiedenen Entscheidungen rede, ja, ich habe das Ganze zweimal geschaut und habe jedes Mal eine andere Entscheidung getroffen, dazu komme ich dann in einem anderen Video noch. Das kommt dann noch an einem anderen Tag, also wir quatschen auch mal wirklich über die verschiedenen Enden, in einem richtigen Spoiler-Talk und auch über die verschiedenen Möglichkeiten, die man eben auswählen kann. Ebenso ist mir ganz stark aufgefallen, dass diese Entscheidungen, die man hier treffen kann, gar nicht mal so durchsichtig waren. Also es gab zum Beispiel zwei Entscheidungen, die man treffen konnte, wo ich mir gedacht habe, das würde eigentlich beides funktionieren. Und bei einer Entscheidung ist dann aber total zufällig etwas passiert, das niemand hätte hervorsehen können. Und dann ist die Person einfach gestorben und ich dachte mir, ja gut, aber dann
Ah, das ist schwer, wenn man das nicht vorher irgendwie aufbaut. Das hat sogar Jurassic Park The Game zum Teil besser hinbekommen, dass man hier wirklich sagen konnte, okay, ich kann das ungefähr abschätzen, was da für eine Gefahr ist. Nur als Beispiel ganz kurz, wir sehen irgendwann eine Gruppe Gallimimus, die da auf dem Feld steht und dann sagt eine Figur, okay, sollen wir hier warten, bis die Figuren weg sind oder sollen wir uns an denen vorbeischleichen? Bei einer der beiden Optionen bricht auf einmal aus dem Nichts heraus ein Baryonyx hervor und tötet die Figur einfach. Und ich dachte mir, ja, also da hätte man jetzt irgendwas machen können. Da hätte auch einfach einen Helikopter abstürzen können und du wärst genauso gestorben. Das ist so ein bisschen random, wie man heutzutage sagt. Es gibt zwei Ereignisse, die wirklich Konsequenzen haben, wie die Geschichte weitergeht. Und ich will hier mal ganz kurz eine nennen. Wir werden im anderen Video dann mal auch auf die ganzen Entscheidungen eingehen, was die alles verändern. Aber nur, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr euch den Film noch anschauen wollt. Ihr habt im Trailer sehr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es eine Szene gibt, in der die Helden auf einer Achterbahn fahren und dann der Tarbosaurus auftaucht. Die Stelle ist logischerweise auch im Film vorhanden. Und kurz vorher können wir uns entscheiden, ob wir in ein Auto steigen wollen oder die Achterbahn fahren wollen. Mein persönlicher Tipp hier ist, fahrt mit dem Auto. Das ist eine wesentlich coolere Szene und ein wesentlich cooleres Szenario. Und das zweite will ich euch auch noch ganz kurz erzählen. Ich erzähle nicht, was da passiert, aber auch hier habt ihr dann wieder die Wahl, euch, glaube ich, wegzuschleichen oder auf die Straße zu gehen. Und da wird sogar noch erwähnt, ja, wir sollten nicht auf die Straße gehen, weil da passiert sonst das und das. Mein Tipp ist, geht auf die Straße. Das ist ein wesentlich besseres Szenario, was auch noch dann später eine Kurve schlägt zum Thema Tarbosaurus. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, einmal eben die Straße auf jeden Fall wählen und dann später dann nicht die Achterbahn, sondern das Auto wählen. Das ist nur so mein Tipp. Natürlich könnt ihr das Ganze machen, wie ihr wollt, aber das hat mir wesentlich besser gefallen beim zweiten Mal durchschauen. Was mir sehr gefallen hat und was mich auch wieder dazu bringt, dass es irgendwie keinen Sinn macht zu sagen, das Ganze spielt nicht chronologisch in der Jurassic-Reihe. Ich weiß, es kann nicht in der Jurassic-Reihe spielen, weil es eben zwei verschiedene Enden hat. Aber auch die beiden Enden sind nicht unbedingt anders. Also die beiden Enden könnte man beide so stehen lassen und das Ganze immer noch weiter gucken. Das würde auch so funktionieren. Wir erfahren in dem Film nämlich auch kleine Hintergrundgeschichten. Einmal über den Jurassic Park, einmal über Isla Nublar und auch über Jurassic World, was zum Beispiel die Eröffnung des Jurassic World angeht. Das sind Informationen, die ein einziges Mal auch noch Auswirkungen haben. Da müssen wir später einen bestimmten Code eingeben und da müsst ihr einfach nur zuhören. Und dann kann man dieses Rätsel auch lösen. Das hat mir aber sehr gut gefallen, weil das auch für Kinder einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit fordert. Ja, man muss wirklich aufpassen, was einzelne Figuren sagen, zumindest in diesem einen Rätsel, um das Rätsel lösen zu können. Zu guter Letzt muss ich noch sehr positiv hervorheben, dass ich gemerkt habe, wie extrem ich eine Bindung zu diesen Figuren aufgebaut habe, eben durch die gesamte Serie Jurassic World Camp Cretaceous von Staffel 1 bis Staffel 5 hin. Ich habe für mich immer mehr gemerkt, dass ich zum Teil den Personen vertraut habe, beziehungsweise habe ich jetzt einem Ben mehr vertraut als einem Kenji und bin damit eigentlich auch meistens immer ganz gut gefahren. Das heißt, die Figuren stellen euch dann vor eine Wahl und meistens sagt eine Figur, wir müssen das machen und die andere sagt dann eben, nein, wir müssen das machen. Für mich war das sehr interessant, einfach mal zu sehen, wie sehr ich zum Beispiel auch einer Brooklyn dann eher vertraue als einer Jazz aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das hat sich eben so in der Serie nach und nach so aufgebaut, mit welchen Figuren man eben dann auch mehr sympathisiert. Was Negatives muss ich aber auch noch ganz kurz loswerden. Ich finde, die Animationen sind nach wie vor, das ist mir zu kindlich und zu ruckelig. Ich weiß, die Animation war schon immer kindlich. Wir haben hier diese Figuren mit riesigen Glubschaugen, damit die alle sehr süß wirken. Der Film beginnt quasi mit einem Close-up auf Darius' Auge und da dachte ich mir, das sieht schon echt geil aus. Aber sobald sich dann sowohl Menschen als auch Dinosaurier bewegen, die bewegen sich dann sehr ruckartig. Das sieht sehr an Kenny Wally aus, wenn die sich dann eben bewegen. Lustigerweise gibt es später auch noch eine Szene, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft, in der die Gruppe auf Miniatur-Dinosaurier treffen, die also nicht real und echt sind. Und da habe ich mir gedacht, warum sehen jetzt diese Animationsfiguren oder die Puppen echter aus als die echten Saurier in dem Park? Und es lag eben an der Bewegung. Also die Animation, die Bewegung der Dinosaurier ist nach wie vor noch sehr seltsam gestaltet. Viel zu schnell, viel zu hastig, viel zu ruckartig. Das ist halt so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ja, bei einem Film hätte man noch so ein bisschen mehr reinstecken können, denn der Film fühlt sich einfach genauso an wie die Serie. Ist vollkommen cool, die Serie war ja auch in Ordnung gewesen. Ich hätte mir aber gehofft, dass man vielleicht bei einem Film ein bisschen mehr Budget reinsteckt und dann eben einfach sagt, dass wir jetzt hier ein Animationsbrett hinlegen. Das wurde es dann aber nicht. Auch das Thema Tarbosaurus, was ja im Trailer dann ganz groß angepriesen wurde, ne? Der Tarbosaurus ist ja so das große Verkaufsmaskottchen dieses Films. Und auch der war so ein bisschen... Das war ein bisschen öde, wie das gelöst war, warum der da jetzt auftaucht. Die, die es gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr dahinter erwartet. Vor allem, da im Trailer ja auch noch gesagt wurde, discover the unknown secrets of Isla Nublar. Und das Secret ist dann schwach.
Alles in allem müsste ich jetzt hier Schulnoten verteilen, würde ich dem Ding eine 3 plus geben, vielleicht sogar eher eine Tendenz auf eine 2 nach oben, weil es dann doch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, dass dieser Film mir wesentlich mehr gefallen hat als Staffel 4 und 5 von der Serie Jurassic World Camp Cretaceous. Von daher, ey, guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Jurassic World Fans seid. Bei Jurassic Park Fans müsst ihr ein bisschen aufpassen, das Ganze ist eben mehr im Jurassic World Stil gemacht. Und Jurassic World ist ein anderer Stil als Jurassic Park, aber auch hier, ich liebe Jurassic Park. Ihr wisst, wie ich zu Jurassic World stehe und auch ich sage, der Film ist auf jeden Fall das Anschauen wert. Das System ist ja simpel gehalten, macht dennoch Spaß. Ihr bekommt keine Frustration, wenn ihr falsche Entscheidungen trefft, weil das Ganze dann eben trotzdem fortgeführt wird. Von daher, ey, ihr macht damit wirklich nichts falsch und ich muss sagen, ich hätte Bock auf mehr davon. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du den Film schon gesehen? Magst du diese interaktiven Geschichten oder ist das gar nicht so dein Fall? Ich bin gespannt auf deine Meinung, ich bin gespannt auf deine Erfahrung. Teil sie mit mir und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.